Willkommen zu FNs 2019, unserer Road to FNs 2019. Und ja, hier merkt man halt schon, was es für eine Vielfalt gab damals. Wir haben die Formel 1, 19. Season natürlich, historische Autos, die ausgebaut wurden, die F2, 18er Season und die F2, 19. Und in der 18er sind unter anderem noch einfach hier Lando Norris drinnen. Das ist einfach genial. 18 noch in der Formel 2 gefahren und 19 dann einfach hier drinnen. Gucken wir uns mal eine kleine Übersicht hier an. Lewis Hamilton, Valtteri Bottas, natürlich eigentlich eh. Leclerc und Vettel. Verstappen und Alexander Albon, ein richtig cooler Fahrer auch. Auch man merkt natürlich sein Talent. Hülkenberg und Ricciardo, der hat sich ja, ist gegangen. Romain Grosjean und Magnussen, ein gutes Never Change a Winning Team. Auch hier die zwei, eine bombastische Freundschaft und was für ein cooles Design schon vom Auto her. Dann die Pinken, Perez und Stroll, da hat sich der Papi eingekauft. Daddy Cash, Kimi und Giovinazzi. Dann haben wir Daniel Kwiat und Pierre Gasly. Und dann ganz hinten George Russell und Robert Kubica. Und ich will nicht wieder den Fehler machen wie gestern, dass wir so ein schlechtes Team nehmen, dass ich nicht mithalten kann. Aber ich habe irgendwie den Bock hier auf Ricciardo, vor allem auf Hülkenberg eigentlich. Und wir werden auch mit Hülkenberg fahren, glaube ich. Das macht sicher Bock. Obwohl, ich weiß nicht. Es bockt ordentlich. Aber auch hier mit, wir sind gestern mit Leclerc gefahren. Das kann ich nicht wieder machen. Mit Bono vielleicht, mit Albono. Ja? Wäre auch cool. Ich glaube, aber wir werden Nico Hülkenberg nehmen. Es ist zwar nicht seine, doch, es ist doch seine letzte Season. Und deswegen nehmen wir auch Nico Hülkenberg. Wir werden natürlich wieder in Belgien fahren und wir sehen uns gleich dort. Und natürlich auch in Brasilien. Willkommen hier in Belgien. Was für ein Start. Wir sind in Spa-Francorchamps und ein cooles Game hier. Auch die Bilder, ich glaube vor dem Spiel, die Bilder waren schon echt. Also das ist auch sehr schön geworden. Die Intro kennen wir bereits. Aber ich bin wieder sehr gespannt. Ich habe den Vorspann geskippt. Den müssen wir uns dann in Brasilien angucken. Es tut mir leid. Aber auch dieses Dumm, Dumm, Dumm. Das habe ich richtig gefeiert. Und da hast du auch richtig einen Hype drauf gehabt. Salah. Ja, ich glaube, wir werden uns hier einfach ein Setup rauskramen. Ist der Belgier noch dabei? Natürlich ist kein Belgier dabei. Man sieht ja auch, ich bin so unfassbar viele Seasons in dem Game gefahren. Wir hatten hier richtig viele Episoden. Aber jetzt starten wir mal rein, keine Zeit zu verlieren, mit Nico Hülkenberg. Auch einen Fahrer, der unterschätzt ist. Und los geht's, die Runden nicht der genau. Sebastian Vettel startet hier vor uns nur vom 6. Platz. Ricciardo einen ordentlichen Start. Wir gehen hier rein. In die erste Kurve, oh mein Gott, wir sind neben Lewis Hamilton. Hi Hamilton, können wir ein Autogramm haben? Und, yes man. Er hat uns wieder zurück überholt. Aber wir sind ein bisschen schneller als Sebastian Vettel hier neben uns und hängen uns hier im Windschatten von Lewis Hamilton dran. Ich kann mich noch an diesen Baum. Oh mein Gott. I think there was someone behind us and give us a hit. Aber ich glaube, da war doch keiner, oder? Nein. Wir haben einfach einen Drift hingeworfen. Okay. Sehr interessant. Sehr, sehr, sehr interessant. Ja, vielleicht habe ich ein bisschen zu viel Schwung mitgenommen. Kann auf jeden Fall sein. Zack. Ah, kein Windschatten. DRS noch. Albo. Jetzt bin ich ein bisschen. Jetzt bin ich. Oh mein Gott. Was ist denn hier los? Das muss ich mir angucken. Guckt doch mal bitte diese Power an Renault E-Tech. Und der E-Tech steht für Engine, glaube ich. Und für Power, Mann. Das ist ja. Ja, genau. Genau. Guck dich mal den Overtake an. Jetzt hier. Wir gehen hier zwar ein bisschen ins Gras, aber zu viert! Zu viert in die Kurve rein! Alle lenken rein! Was für ein unfassbares Bild hier! Und wer zieht davon? Es ist der gute Valtteri. Ich weiß nicht, ob wir den mit unserer Pace holen können. Aber ich werde natürlich. Ich habe keine Ideallinie, fällt mir gerade auf. Deswegen war es auch so schwierig zu lenken. Und ich denke mir noch, ja, ich bin schon so viele Rennen gefahren. Ich ja, egal, probieren wir es jetzt mal, oder? Nein, ich gebe die mal rein. Hä, wo ist die Ideallinie? Ich kann mich nicht erinnern, dass ich jemals ein Rennen ohne Ideallinie gefahren wäre.
Also sorry, so einer bin ich nicht. So einer bin ich nicht. Aber auch Valtteri ist nicht sicher vor uns. Aber auch Lewis Hamilton klebt uns hier schon wieder rein. Der Junge war Fünfter nach unserem Überholmanöver und hat einfach sich alle nach einen nach dem anderen geschnappt. Ich muss ein bisschen runterdrehen. Und das unten rechts, das ganze Hub, das ganze HUD, einfach cool gemacht, sehr gut entwickelt. Man sieht die Prozente, man sieht noch wie viel Saft da drauf ist und auch noch wie lange die Kapazität geht. Das fähre ich so abnormal und dennoch kann man auch auf ausstellen. Warum hat man das in Formel 1 21 geändert? Also ich meine, dass man eine neue HUD und so bringt, okay, man kann es jetzt auch selbst einstellen, finde ich auch cool. Aber warum hat man das denn geändert? Dass man das ERS auf ausstellen kann zum Beispiel, um die Batterie für eine ganze Runde zu laden. Das ist ja eigentlich cool. Und man hätte dann noch eine Runde circa, noch eineinhalb Runden, so viel ERS-Power, dass man einfach starten kann. Ich weiß nicht. Das mag ich nicht, dass man das geändert hat. Aber ich mag es doch nicht, dass Valtteri hier uns immer näher kommt. Ich glaube, das mag ich schon, aber Valtteri mag das nicht so. Und wir hängen den Windschatten dran. Auch an dem Spiel gibt es eigentlich nichts zu meckern. Die Replays laggen nicht. Das Einzige, was mich ein bisschen stört, sind unten diese Pfeile. Nicht, dass sie da sind, die kann man ja wegmachen. Aber, dass die so unfassbar dick sind, das mag ich nicht so. Und das war's hier. Wir sind Erster. Ich weiß so nicht, wie lange wir das halten können. Hamilton mit der schnellsten. Oh nein. Valtteri hat direkt zwei Plätze verloren. Das ist natürlich nicht schön. Wir werden hier noch einmal das komplette ERS auf der Geraden verheizen, weil ich möchte hier das natürlich behalten, gerade auf der Geraden. Und der Sprit ist auch aus. Nein, Mann. Und schau mal, wie der angeschossen kommt. Oh, das wird echt hart kommen. Aber ich glaube, so, wir drehen das jetzt mal ab. Weil jetzt die langsamen Kurven und so, da kann man ja eh nicht richtig überholen. Ich glaube nicht, dass da ein Hamilton oder auch ein Bottas zum Überholmanöver ansetzen werden. Dennoch wird es schwierig. Gucken wir mal. Ich glaube, das sollte reichen, Leute. Letzte Kurve. Und dann ist es soweit. Diesen Satz, den Nico nie gehört hat. Nico Hülkenberg wins the Belgian Grand Prix 2019. Was für eine Leistung. Das macht Bock mit dem Auto. Wie heißt er denn? Cyril Abidebul. Ein richtig cooler Manager. Und vor allem Teamchef natürlich. Richtig genial. Den hat man ja auch leider rausgeworfen. Oder musste er gehen, weil er mit Renault zu Alpine wurde. Und da hat man sich Ottmar Safnauer jetzt an Bord geholt. Aber wir können uns freuen. Nico hat das Rennen gewonnen. Wir skippen mal zur Siegerehrung. Mann, Leute, ist das genial. Seine letzte Season. Und da stehen noch einmal im Podium mit dem Renault. Wie cool. Und wir Mercedes-Gefecht. Wir gehen direkt nach Brasilien. Kommen hier nochmal aus Brasilien, aus Sao Paulo, aus Interlagos eigentlich heißt ja die Strecke. Und dann, ja, sehr spannend hier, auch 2017. Gab es hier auf jeden Fall eine Spannung. Natürlich wurde der ein bisschen gelindert von vielen technischen Problemen von Vettel. Und ja, man hat auch hier wieder eine coole Animation gebastelt. Wir gucken uns jetzt natürlich den Vorspann an, weil ich auch die Gamefaces von F1 19 sehen möchte. Und auch einen riesen Höhenunterschied. Mir fällt ja bei den Intros immer wieder auf, also oder auch bei diesen Streckenstatistiken, dass einfach die 2017er Statistik, obwohl es das alte vom Lance Logo war, einfach um eine Ecke schöner waren, besser ausgereift, vielleicht auch ein bisschen mehr Liebe ins Detail gesteckt wurde, als bei denen hier. Wir gehen zur Startausstellung, weil die, dieses Grid-Zeug möchte ich hier nicht sehen. Der Start-Grid, Charles Leclerc von 1, Valtteri Bottas dahinter, Leclerc ganz milchbubihaft, auch Verstappen sieht jetzt schon ein bisschen erwachsen aus, würde ich mal sagen. Albon, strammer Blick, ja, Ricardo lächelt immerhin und, was soll ich sagen, 12 Grosjean, wow, Nico, du siehst aber nicht glücklich. Ja, Kubica auch ziemlich cool. Und, ach du Kacke, ich glaube, George Russell ist der Mutter eingegangen. Was der für einen Blick da drauf hat, wie wenn er 3 Tage nicht geschlafen hätte. So,
Wir starten, nein, wir nehmen noch ein Setup aus Brasil. Brasilien. So, und los geht's. Der große Preis von Belgien. Der große Preis von Brasilien. Die fünf roten Lichter gehen aus. Und wir haben einen perfekten Start. Guck dich mal den Start an von... Das verstehe ich nicht. Wir hatten so einen guten Start. Wir müssen hier irgendwie draufhalten. Der gibt uns hier einen Wheelbang mit. Wheel on Wheel. Geht's hier in die erste Kurve. Aber wir schaffen es irgendwie als Sieger raus. Und zack, Checo Perez, der kämpft hier. Und wir gehen ganz links, ganz links, ganz links. Ich fahre schon im Gras, Bro. Bitte, 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 bitte. Ach du, oh mein Gott. Ich glaube, der erste Platz ist nicht drin. Wir sind... So, wir sind jetzt Siebter. Und das mit Hamilton war jetzt, glaube ich, nicht so die feine Englische. Ich habe ihn da sehr weit geschickt, auf jeden Fall. Aber ja, ich glaube, er kann es verkraften. Er hat in der Season den Weltmeistertitel geholt. Und ja, was soll ich sagen? Er kann es verkraften, denke ich mal. So, in die erste Kurve rein. Und ja, die geht's sehr, sehr gut. Das Ding ist halt, die Rennen hier, oder beziehungsweise die Runden, gerade in Brasilien, sind immer so schnell vorbei. Du glaubst, du kannst alles rausreißen. Aber das Problem ist halt, dass hier eine Runde wirklich nur 1,15 dauert, wenn es schlecht kommt. Und ja, ich glaube, Checo holen wir hier jetzt mal. Ja, der war auch so unfassbar gut mit dem Pinken. Hatte sogar einen Win geholt mit diesem Auto. Und ich glaube, das war auch so die Bewerbung für Red Bull Racing dann. Da ist er ja hingewechselt 2021. Und da hat dann auch direkt den Vertrag bekommen für seine Defending Skills. Will ich mal sagen. Was er da in Abu Dhabi gemacht hat, fand ich sportlich gesehen jetzt nicht so fair. Aber ja, die Welt hat es gefeiert. Es ist auch komisch. Damals, so in den 2016-17er Zeiten, wurde Verstappen mit FES abgekürzt und jetzt mit FER. Ich fand das ziemlich interessant. Nur so als Randinfo. Ich habe das DS erst vergessen aufzudrehen. Aber es reicht immerhin, um den sechsten Platz zu holen. Auch ein mega cooles Spiel, muss ich sagen, mit der Nummer 27, Nico Hülkenberg. Ein zum Teil echt unterschätzter Fahrer mit der Pole Position damals in Brasilien. Kann man auch nichts meckern. Also, er hatte vielleicht jetzt nicht immer das Fünkchen Glück. Und als er die Chance hatte, mal einen Sieg zu holen, ich glaube, das war Hockenheim 2019, hat er gepatzt. Aber da haben so viele Fahrer gepatzt, man kann ihm das nicht übel nehmen. Einmal noch das Podium, da sind wir leider nicht drauf. Valtteri gewinnt. Ja, ja, jetzt in der Ferrari-Armee. Auch sehr interessant. Der eine rote Stern, ja. Niki ist ja auch gestorben, da Niki Lauda. Und das war auch echt eine schöne Geste, dass man hier einen roten Stern drauf gegeben hat für Niki Lauda. Aber ja. Das war's, Leute. Vielen, vielen Dank fürs Zugucken. Morgen folgt dann Formel 1 2020. Das vermutlich beste Formel 1 aller Zeiten. Wir sind Zweiter geworden mit Nico Hülkenberg. Vielen Dank fürs Zugucken. Wir sehen uns hoffentlich morgen oder später auf TikTok. Und ciao.